Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das so ausspricht, aber ich versuche mal die deutsche Begrüßung. Einen wunderschönen guten Tag, Deutschland. Deutschland mit dem Song Perfect Life oder wie ich es liebevoll nenne, Titanium Teil 2. Ey, aber echt, oder? Der Anfang? Ist der Ich Wahnsinn. dachte, jetzt kommt gleich Anna Ja. Kendrick rein und macht einen Ja. Remix raus, also Ja, für Pitch Perfect, das ist aber Wahnsinn. es hat nicht geklappt. Ja, schade. Ist ein okayes Lied, ist aber auch irgendwie nicht mehr. Also ich verstehe Deutschland da nicht, Okay. wie wir da immer wieder solche Lieder hinschicken können. Ey Mann, guckt euch die europäischen Länder an, schickt irgendwas Partyhaftes hin. Ich habe jetzt gerade den neuen Song von Helene Fischer gehört. Ja? Ich weiß nicht genau, wie er heißt, irgendwie mit Herz, Herzbeben oder sowas. Ist ein richtig geiler Dance-Song wieder. Mann, zum ESC musst du irgendwas Peppiges, Schnelles schicken. Oder halt irgendwas Neues. Aber das ist so ein Standard-Pop-Song. Ich verstehe nicht, warum wir da sowas hinschicken. Das kann für mich nicht funktionieren. Levina heißt sie, ist eine Riesensängerin, aber als ich jetzt den Ausschnitt vom Live-Auftritt gesehen habe, das war auch irgendwie keine Ahnung, ob sie heiser ist oder sie war auch nicht richtig drauf. Und dann Outfit, ey, grau in grau in grau, das funktioniert aber beim Wenn ESC ich es nicht. beschreiben würde, die Farbe, würde ich sagen, grauenhaft. Ich fand aber auch den Host mega unsympathisch, wie er sie interviewt hat. Also der hat sie auch nicht gut dastehen lassen. Nee, hat So er mit, ja, nicht. lass mal, stell dich mal neben mich, wie groß du bist und so. Ja, in Deutschland leben nur 2 Meter große Ja, Frauen. natürlich. Weil Und wir, blond. ja, Aber natürlich. ganz ehrlich, was haben sie ihr denn auch für eine Frisur gemacht? So Ja. eine harte Frisur nach hinten, so. Wir müssen uns in Deutschland halt wieder grau präsentieren, mit Ja. harter Frisur, mit Ja. 2 Meter großen Frauen, die wir gerade quasi in den Krieg schicken können und so. Ja, genau so Das sieht's aus. ist, Da haben noch ey. die schwarzen Lederstiefel gefehlt und Ja, dann ja. wären wir auch im traditionellen Bereich. Ja, so genau. Ey, ganz ehrlich, Deutschland, es tut mir leid. Also es tut mir auch für uns leid. Aber ey, das Ja. ist nichts. Das ist leider nichts. Nee, ich wünsche Ihnen natürlich viel Glück, ja, aber man muss es auch realistisch einschätzen. Ich glaube, wenn der Song in den Halbfinals gewesen wäre, wäre der auch nicht weitergekommen. Es fehlt auch im Prinzip auch an allen Enden und Ecken. Charisma fehlt auch. Also es ist einfach, sieht einfach kühl aus, nicht nach Spaß aus. Genau. Es geht um Perfect Life und da steht jemand in Grau. Also Perfect Life ist ja Ist eher grau, so. ja. Ist ja eher so. Ja, genau. Previt Ukraina. Torwald mit Time ist euer Herr, der an den Start geht und den Titel verteidigen will. Ja, ich habe mir die Live-Performance mal angeguckt von den guten Herren, von diesem krassen Rock-Song oder was auch immer das ist, welches Genre ist nicht mein Ding, sage ich schon mal vorneweg. Aber die Performance sieht ganz witzig aus. Die haben so Muskelshirts an und da in ihrem Körper, also so wie ins Fleisch eingearbeitet, sind so Digitaluhren, die runterticken. Die mich allerdings an meinen Wecker erinnern und deswegen hasse ich diese Performance. Sieht ganz nett aus, optisch her, es ist ganz cool und der Song hat auch ein bisschen was, aber der wird dann zu hart. Also ich finde ja speziell ganz gut, aber der wird zu speziell wirklich nur in eine Richtung und der macht auch nicht wirklich Spaß, dass du sagst, so ja, das ist jetzt hier der Partysong für heute Abend, sondern eher für um 3 machen wir mal nochmal andere Musik rein, wir sind jetzt alle schon besoffen, dann macht einer Pogo auf der Bühne und dann geht es noch ein bisschen ab, ja, aber so richtig ist es jetzt nichts. Also ich bin da voll bei dir. Ich finde, man merkt an den Hosts, an der ukrainischen Show und an dem Song, dass die Ukraine keinen Bock hat, den Titel zu verteidigen und die Show nochmal nächstes Jahr zu machen. Wow. Also man muss einen Punkt geben, weil man sagt, das ist der einzige Rocksong an dem Abend, aber es ist leider kein guter Rocksong. Der ist blöd, wirkt unter den ganzen anderen Liedern einfach zu aggressiv auch. Ja, aggressiv und fehl am Platz irgendwie Ja. auch irgendwie. Ja, ich kann auch gar nicht die Lyrics irgendwie mal rekapitulieren gerade, aber ist Ich das. verstehe das vor allem nicht. Da hat die Ukraine letztes Jahr so einen Stimmungssong hingeschickt, ja? So Ja, ein Partylied. Gute Laune auf Ja, und sowas. dann sowas. Ich verstehe euch nicht, Ukraine. Bonjour la France. Euer Song Requiem, natürlich wieder ganz traditionell in Französisch gesungen. Ich glaube, Frankreich ist das Land, was am meisten in Landessprache singt. Aber Split, ne? Auch? Split, ja, Ja, klar. ja. Also, aber fängt Französisch an. Ja, Im ja, Refrain geht ja, es dann ja. Englisch mit einem Mix zu Französisch rüber. Haben ja auch eine schöne Sprache. Haben Also, eine super schöne Sprache. ja. Französisch ist wunderschön. Französisch ist eine wunderschöne Sprache. Ja. Auch hier muss ich sagen, es ist ein okayes Lied. Ist eine sehr attraktive junge Frau, wie sie da Habe steht. ich auch geschrieben. Sehr attraktiv. Siehst du? Aber ist kein Gewinnerlied. Also damit wird Frankreich keinen Blumentopf gewinnen. Da sind wir auch schon durch tatsächlich mit den 6 letzten Songs, die wir noch besprechen mussten oder wollten. Bevor wir den Gewinner küren, würde ich dich gerne mal was fragen. Erzähl. Die Big Five. Ist es ein Nachteil, dass sie nicht im Halbfinale sind, oder ist es wirklich ein Vorteil, weil sie sich nicht mehr beweisen müssen und vielleicht fitter sind oder was auch immer? Ja, da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, weil
zum Beispiel den Portugiesen jetzt, den kennen jetzt auch ganz viele und haben recherchiert, wer ist es und haben ein bisschen geguckt und verfolgen ihn auch richtig, ja, also was er macht. Ob das nicht wirklich besser ist, da aufzutreten, die Eier zu beweisen, bewertet zu werden und dann vielleicht aber auch schon ein Publikum zu gewinnen. Also wenn du einen guten Song hast, dann ist das natürlich könnte das ein Vorteil sein, da gut abzuschneiden, weil dann baust du dir eine riesengroße Lobby auf, dann spreaden das auch Leute und dann sage ich dir zum Beispiel, ey, wenn du jetzt zum Beispiel keine Zeit gehabt hast, zu gucken, ey, guck dir mal den Auftritt von den Portugiesen an oder sowas und dann gefällt es dir total gut und dann interessieren sich mehr Leute dafür. Also ich glaube schon, dass man da sich eine Crowd aufbauen kann und Zuschauer auch binden kann, als wenn man jetzt nur am Samstag auftreten würde. Ich sehe das absolut genauso wie du. Okay. Ich finde, also vielleicht strengen sich dann die Länder sogar noch mehr an, geile Songs rauszuhauen, weil sie wissen, ey, das ist nicht safe, dass wir im Finale sind. An dem Portugiesen ist das beste Beispiel. Der kriegt tierische Medienpräsenz auf einmal seit dem ersten Halbfinale. Ja. Du kannst dir Fans aufbauen, du bist sogar noch schon mal von einem großen Live-Publikum, wo du performst, du hast dich quasi schon mal bewiesen, du kriegst Feedback von den Leuten und du kriegst halt viel größere Aufmerksamkeit. Das kann sich, wie du sagst, das kann sich im Internet verbreiten und auf einmal wird der Song ein Hit und du bist auf einmal, obwohl du vorher, vor den ganzen Auftritten, beispielsweise bei den ganzen Buchhaltern irgendwie an Stelle 10 warst, bist du auf einmal auf Platz 2, 3 und dann ist alles wieder drin. Jetzt würde ich das tatsächlich gerne so machen, dass wir sagen, wen wir jeweils gewinnen lassen würden, also wer unser Gewinner ist und dann, was wir aber glauben, wer gewinnt letztendlich. Mhm. Also dein Gewinner und der offizielle Gewinner, den wir ja tatsächlich schon kennen. Du fängst mit deinem Sieger an. Okay. Also mein Sieger ist für mich dieses Jahr ganz klar Italien. Der einzige Song, den ich repeate bis zum geht nicht mehr. Ich mag Pizza, ich mag das Lied. Passt einfach. Ja, mein Sieger ist nicht Italien. Ich habe mich für den jungen Bulgaren entschieden, der im zweiten Halbfinale so wahnsinnig überzeugt hat. Mann, der Song klang wie auf CD. Ja, hat er echt super gesungen. Ein geiles Ding. Also wenn ich wählen könnte, ich würde Bulgarien gewinnen lassen. Richtig, richtig tolle, geile Nummer. Stark. Geil. Kommen wir jetzt zum offiziellen Gewinner. Ich hoffe, wir haben beide den gleichen gewählt. Ja. Verrückt. Hätte ich auf der CD, als ich den Song auf CD gehört habe, niemals gedacht, dass er das gewinnt. Es wäre auch, wir wissen es ja, nicht mein Sieger. Ich finde ihn jetzt auch nicht mega sympathisch. Aber ich sage, Portugal gewinnt das Ding. Sehr gut, sage ich auch. Echt? Ja. Portugal wird es schaffen, allerdings aus einem Grund und den muss ich jetzt hier mal anbringen und dir niederlegen und zwar wird er die Jurywertung gewinnen. Es wird so sein, dass jede Jury in jedem Land, das ist so ein bisschen wie bei des Kaisers neue Kleider, sagt, ja, das ist ein sehr intellektueller Song und ich verstehe, was er damit gemeint hat, hat ein paar Jazz-Elemente reingebracht und keiner von diesen Affen, die in diesen Jury sitzen, wird sagen, ja, aber wisst ihr was, Leute? Irgendwie ist nicht so viel Spaß in dem Lied. Der ist scheiße, lass ihn mal nicht so hoch wählen. Aber alle werden sagen, nein, nein, ich verstehe, was er meint. Und da kommt mir fast die Tränen, werden sie sagen und so rumsitzen. Ja. Der fühlt das. Ja, der fühlt in seiner das. Performance, der fühlt das, der lebt das richtig. Ja, das ist ein Künstler. Und dass er ein Jackett anhat, das, was sein Opa getragen hat, was 50 Nummern zu groß ist. Das musst du reininterpretieren, auch in die Geschichte, die er erzählt. Ne? Ich weiß zwar nicht, worüber er redet, aber er sagt es, wie er es sagt, ist wunderschön. Und keiner von den Idioten, die da sitzen, wird sagen, so Leute, der Song ist okay, aber nicht so krass. Ja. Aber alle werden sagen, so, nee, der ist künstlerisch so wertvoll. Ich persönlich mache ja nur scheiß Popmusik, aber wenn einer das kann, dann der gute Salvador, Portugal, Salvador Sobral mit Amor Pelos Dios. Das ist ein wunderschönes Lied und so möchte ich das haben. Und deswegen geben wir dem 12 Punkte. Und dann ist es wieder so, zweite Jahr hintereinander, dass das Publikum einen anderen Song gewinnen lässt als die Jury. Und dann sollten wir nochmal überlegen, ob das mit der Jury so schlau ist, weil da drinnen anscheinend nur Trottel sitzen. Also Leute, hier habt ihr vor der Live-Show den aktuellen ESC-Gewinner schon gehört. Wir sagen, es gewinnt Portugal und es kann nur besser werden. Ja. Das war unsere Power-ESC-Woche. Ja. Wir haben uns natürlich aber schon das nächste Thema überlegt. Ja. Und zwar würden wir auch ganz speziell diesmal mit euch über Online-Dating sprechen, oder? Ja, Online-Dating, Dating-Apps oder und auch die Geschichten, die dabei zustande kommen. Berichtet uns von euren Erlebnissen und von euren Erfahrungen, die ihr mit so einer App habt. Und ich bin sehr gespannt, was dabei zustande kommt. Und für die sich nicht so gut auskennen, ich werde recherchieren heftig in dem Bereich und euch dann auch mal erklären, was da so los ist.
Ihr könnt uns eure Geschichten natürlich hier drunter kommentieren. Ansonsten haben wir eine E-Mail-Adresse, wo ihr uns hinschreiben könnt. Wir haben eine Facebook-Seite, dort könnt ihr uns private Nachrichten schreiben. Und dann, wie Andi schon sagte, wir wollen lustige Geschichten hören von euch, krasse Erlebnisse. Oder vielleicht auch, sagt ihr vielleicht sogar, nee, finde ich scheiße so. Das ganze Online-Ding nervt mich. Ich finde das echte Leben viel besser. Egal, wie eure Meinung dazu ist, schreibt uns. Wir bauen die mit in die Sendung ein. Und dann wird das, glaube ich, eine richtig, richtig coole Folge. Ja, hat euch das Video gefallen, dann lasst uns doch einfach mal einen Daumen da und abonniert unseren Kanal. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und verbreitet einfach die Kunde, dass Lass mal reden auf der Welt ist und werdet glücklich. Das hast du wunderschön gesagt. Und ich glaube, man kann diese Folge nicht besser als mit diesen Worten beenden. Aus diesem Grund sagen wir au revoir und shine on. ESC-Wochenende, ey, das geht immer so schnell, es ist richtig viel Arbeit, geiles Feedback von den Leuten bekommen, viele Klicks auf den Videos, viele Nachrichten bekommen, hat sich gelohnt. Viele Comments auch, ne? Ja, viele genau. Comments, Leute, die ihre Liste, Leute, die gesagt haben, ey, da seid ihr ganz falsch und so, auch Leute, die teilweise recht hatten, ja. Also war gut. Na gut, hat Spaß gemacht. Ich freue mich aber auf jeden Fall auch auf das nächste Thema. Ich glaube, das kann sehr interessant, das kann sehr lustig werden. Ich werde die ganze Woche rumrecherchieren, was man über Online-Dating so wissen kann. Ich glaube, das wird lustig, oder? Ja, glaube ich auch. Ich habe auch jemanden, mit dem ich mich treffe und mit dem ein bisschen spreche. Echt? Wirklich? Ja, hast du jemanden? Ja, ich habe jemanden, ja. Okay, Mensch, es hat Spaß gemacht mit dir. Hat wirklich eine coole ESC-Woche mit dir. Vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Nee. Okay. Das hat in letzter Zeit so gut funktioniert. Handschlag oder Faust? Handschlag.